Hallo zusammen, wir sind im Gerätehaus in Erda. Bei mir ist Dennis, ist stellvertretender Wehrführer von der Einsatzabteilung in Erda. Als stellvertretender Wehrführer genießt man von seiner Mannschaft einiges an Vertrauen, hat aber im Gegenzug auch Verantwortung. Du bist Vater und Ehemann. Hast du keine Angst, dass dir bei Einsätzen mal irgendwas passiert? Ganz ehrlich, nein. Klar, wenn man zum Einsatz kommt oder Einsatz fährt, macht man sich schon Gedanken, was auf einen zukommt. Aber Angst hatte ich eigentlich noch keine. Okay. Hattest du schon mal einen Einsatz, wo Familienangehörige oder Freunde involviert waren? Zum Glück noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Geht einem oft durch den Kopf, was wäre, wenn es so ist. Aber wir hatten, also ich persönlich, noch keinen Einsatz. Gerade wenn man zu Einsätzen kommt, wo jetzt ein, sagen wir mal, ein Verkehrsunfall wäre, hat man das dann mal im Kopf, dass es eventuell ein Familienangehöriger sein könnte, der in diesen Verkehrsunfall verwickelt ist? Macht man sich da Gedanken drüber auf dem Weg zum Einsatzort? Klar, wenn man nicht weiß, wer es ist, was auf einen zukommt, macht man sich da Gedanken drüber. Und wie gesagt, ich habe mir das oft schon durch den Kopf gehen lassen, aber was passiert, wenn man wirklich mal in Einsatz kommt, wo ein Feuerwehrkamerad oder Familienmitglied von einem Feuerwehrkamerad im Auto ist? Zum Glück noch nicht passiert. Und was man dann machen soll, im Endeffekt, wie stark die psychische Belastung ist, kann ich nicht sagen. Okay. Weiß ich nicht. Okay. Mit 134 aktiven Feuerwehrfrauen und Männern wurden 2017, ich habe mir die Zahlen mal von der letzten Jahreshauptversammlung notiert, in Hohenahr insgesamt 10.040 Stunden geleistet. Eine beachtliche Zahl. Was bringt einen dazu, am Sonntagmorgen um 10 Uhr ins Gerätehaus zu fahren und eine Übung zu absolvieren? Ja, was bringt einen dazu, dreimal die Woche zum Training im Fußball zu gehen? Ich denke, das ist einfach der Spaß an der Sache. Und ja, Hobby, Feuerwehr als Hobby zu bezeichnen, ist immer so ein bisschen schwierig, weil wenn so ein Fußballer einen Fehler macht und es fällt ein Tor für die gegnerische Mannschaft, dann ist das nicht so schlimm. Wenn wir einen Fehler machen im Einsatz, dann kann es schon mal passieren, dass die Schäden größer werden. Okay. Am 14.04. haben wir unsere Schauübung an der Dinsberg-Schule in Erda. Unklare Rauchentwicklung, unübersichtliche Lage. Du kommst als Erster am Einsatzort an, wird im Film auch so sein. Im Gebäude kämpft zu diesem Zeitpunkt jemand um sein Leben, weiß nicht, wie es weitergeht, ob er jemals wieder rauskommt. Wie behält man in so einer Situation die Übersicht, wenn man gerade als erste Person am Einsatzort eintrifft? Als erstes muss man die Lage erkunden. Es ist ganz wichtig, dass man so viele Informationen wie möglich sammelt durch beteiligte Personen, die am Einsatzort vorhanden sind. Es ist ja dann auch so, dass andere Kräfte nachrücken und die Arbeiten aufgeteilt werden können. Klar, geht im ersten Moment vermisste Person, ist das erste Augenmerk, diese Person zu finden und zu retten. Und dementsprechend wird aber auch die ersten Maßnahmen zur Menschenrettung eingeleitet. Okay, und zum Schluss, was wünschst du dir für die Freiwillige Feuerwehr Hohenahr in der Zukunft? Dass wir alle gesund von Einsätzen zurückkommen und dass die Gemeinschaft der Feuerwehr Hohenahr noch besser zusammenwächst. Vielen Dank. Bitte.